zurück hier bei Skyrim. Wir sind hier in Dämmerstern, glaube ich. Wenn mich alles täuscht, ich habe mich hier so ein bisschen aufgewärmt. Sie hat hinten ein Lied gesungen für uns. So, Was beunruhigt euch, meine Tochter? Was ist hier nur mit allen los? Die gesamte Stadt wird von schrecklichen Albträumen heimgesucht. Die Leute sind in großer Gefahr, aber ich fürchte, ich kann nur wenig dagegen tun. Was kann man dagegen tun? Träume sind nicht die Wirklichkeit. Macht euch nicht lächerlich, Träume können einem nichts tun. Dann geht, ihr habt damit nichts zu schaffen. Was kann man dagegen tun? Diese Träume wurden von der dädrischen Fürstin Vermina erschaffen. Sie hat ein unstillbares Verlangen nach unseren Erinnerungen. Dafür hinterlässt sie uns Albträume, ähnlich wie ein Husten, der das Symptom einer schweren Krankheit sein kann. Ich muss ihren Einfluss auf diese Leute beenden, bevor dauerhafter Schaden entsteht. Wie lautet euer Plan? Ich muss zur Quelle des Problems zurückkehren, zum Tempel des Nachtrufers. Vielleicht möchtet ihr mir dabei helfen. Was meint ihr mit zurückkehren? Seid ihr dort gewesen? Ich habe schon zu viel gesagt. Wenn uns jemand belauscht, könnte es eine Panik geben. Ich bitte euch einfach, mir zu vertrauen und mir dabei zu helfen, die Albträume im Dämmerstern zu beenden. Wunderbar. Ich vertraue euch, wie kann ich helfen? Mara wird sehr erfreut sein. Aha. Der Tempel des Nachtrufers ist nur einen kurzen Fußmarsch von Dämmerstern entfernt. Los, wir müssen uns beeilen. Erst. Vermina hält sich in einem seltsamen Reich namens Fen auf. In einem albtraumhaften Land, in dem Realität sich auf unmögliche Arten verändert. Von ihrer Zitadelle im Zentrum aus sammelt sie unsere Erinnerungen und lässt nichts als Visionen von Schrecken und Verzweiflung zurück. Blabla. Ich verspreche, all eure Fragen zu beantworten. Das soll schon mal vorgehen. Wir folgen ihm dann später mal. Wir machen aber jetzt erstmal was anderes. Und zwar, ich hatte auf das erste Video, das ich gestern gepostet hatte, hatte jemand gesagt, bei der. Tschüss. Ich hasse das, wenn die dann immer am Labern sind. Ein Gargoyle. Und hatte mich gefragt, wie ich die Mods zum Laufen kriege, weil doch die SKSE noch nicht funktioniert, noch nicht wirklich. Es gibt eine Beta in der Zwischenzeit. Und eigentlich brauchst du das ja, um die Mods, die du hast, wenn es welche gibt, eben dann im Menü konfigurieren zu können. Und die Modder an sich haben sich was einfallen lassen eben, und die haben das alles auf Kräfte wie Schreie zum Beispiel verteilt, mit denen dann Menüs aufgehen, beziehungsweise Bücher, die du lesen kannst, wo du dann deine Sachen konfigurieren kannst, ganz wie du halt möchtest, wie du lustig bist. Und das haben sie ganz gut gemacht, das funktioniert hervorragend. Es gibt noch nicht alle, oder nicht, noch nicht annähernd so viele Mods, wie es für die normale Skyrim-Edition gibt. Aber es gibt schon eine ganze Menge, zum Beispiel auch den komischen Popus. Ich arbeite in der Taverne zum windigen Gipfel, ihr sollt. Thoring betreibt die Taverne. Ja. Sehr angenehm an dieser Geschichte ist mit den Mods, Moment mal ganz kurz, zum Beispiel. Zum Beispiel, wir haben hier bei den Objekten, leider haben wir hier keine SkyOE, ich hasse das, ich muss ausschalten, dass es ständig am Speichern ist, wenn wir irgendwo rauskommen. Wir haben hier eine Menge Bücher gerade, unter anderem haben wir unten hier zum Beispiel Vivid Weathers, das ist eben Mod. Und hier kann ich jetzt einstellen, zum Beispiel die Helligkeit in der Nacht kann ich einstellen, wir haben hier zum Beispiel Dunkel, die Helligkeit in den Räumen kann ich normal oder dunkel setzen, hier normal, Saturation kann ich setzen, können wir Höhe, eine hohe Sättigung der Farben nehmen und normale. Ich nehme jetzt erstmal normal und hier kann ich noch den Bloom einstellen, also das, genau, das setze ich auf normal und dann sollte das soweit passen. So machst du die Einstellung, so wie du es normalerweise über das MCN machen willst, also über das In. Was war das? Alter. Über das Menü. Alter. Das ist irgendein übler Grafikfehler. Ein übler Grafikfehler. Das hat jetzt mit dem Vivid Weathers erst angefangen. Hey, das ist nicht gut. Das ist aber nicht gut. Um der Götter willen, Skalde. Wen glauben wir, hier mit unseren alten Kriegswunden einschüchtern zu können? Wir sind keine Soldaten mehr. Euer Horik trägt seine alte Armeerüstung. Ach, Alter. Was soll ich denn davon haben?
Woher kommt das denn? Er ist stolz auf seine Dienstzeit, Skalde. Die Armee hat uns Treue gelehrt. Und wir sind Dämmerstern treu ergeben. Das ist noch nicht vorbei. Wenn ich euch erwische, ihr auch nur einen Brief an General Tullius schickt, lasse ich euch beide hinrichten. Hi. Wenn ihr nicht hier seid, um dieses Albtraumproblem zu lösen, habe ich keine Verwendung für euch. Geh doch nach Hause. So. Ich bin zwar nicht im Himmel. Vielleicht gibt es hier irgendwo einen Laden, wo ich was kaufen kann. Aber das da hinten sieht nicht gut aus. Das da hinten sieht nicht gut aus. Irgendwas stimmt da nicht. Ist aber jetzt auch das erste Mal, dass ich das habe. Und ich spiele Skyrim relativ immer wieder mal. Relativ häufig, wollte ich gerade sagen. Und da hatte ich es bisher noch nicht. So, hier ist eine kleine Toilette übrigens. Kann man sich schon reinsetzen. Hier hat man ein bisschen Papier zum Popo abwischen. Und dann schauen wir mal. Machen die hier noch was? Nee. Aber da ist eine Kutsche. Mit der Kutsche können wir woanders hinfahren. Und zwar, Steig mal da ein, bitte. Und zwar ist es so, normalerweise, du fängst ja... Ach du Kacke. Das passt mir gar nicht. Ich hoffe, das ändert sich gleich, wenn wir woanders hinfahren. Und zwar, normalerweise... Wohin soll's gehen? Ist wahrscheinlich Rift, Weißlauf, Winter. Wollt ihr durchfahren oder sollen wir unterwegs irgendwo anhalten? Nach Riverwood. Ich habe nichts zu verschenken. Kein Gold, keine Farbe. Habe ich. Was ist das? Also das finde ich ein bisschen nervig, um ehrlich zu sein. 55 Gold habe ich nur. Alter, das ist richtig ätzend. Das ist richtig ätzend gerade. Ah, du hast ihn schon umgebracht. Der arme Wolf. Der arme Wolf, Leute. So, dann holen wir uns mal das Wolfspelz, den Wolfspelz hier. Also das finde ich richtig ätzend gerade. Ich kann nur rückwärts laufen. Also das ist was mich jetzt gerade richtig nervt irgendwie. Wie gesagt, ich hatte das noch gar nicht. Wohin soll's gehen? Na gut, komm. Vielleicht schaffen wir es nach Weißlauf. Wollt ihr durchfahren oder sollen wir unterwegs irgendwo an? Ach, da brauche ich noch mehr Geld. Bis dann. Ich habe gar. Auf jeden Fall habe ich nicht genug Gold. Jetzt muss ich erstmal was verticken gehen, wenn ich hier einen Laden finde. Vielleicht finden wir da unten irgendwas. Ich muss jetzt seitlich laufen. Ich kann da nicht hingucken. Normalerweise würde man ja anfangen, indem man nach Helgen gebracht wird. Und in Helgen. Da kann ich doch sicherlich was. Würde man den Drachen vor dem Drachen flüchten und so. Und hier ist es jetzt so gemacht, man startet woanders und muss schauen, wie man halt, ich sag mal, da durchkommt. Ich habe nichts zu verkaufen. Heieiei, Leute. Ich habe ja nichts zu verkaufen. Ja, die Axt brauche ich selber. Nur gut. Mein eigentliches Problem ist, dass ich viel zu kalt angezogen bin, um hier in dieser Umgebung zu überleben. Das ist ziemlich kacke, da werde ich nicht weit kommen. Also normalerweise würde man in Helgen eben anfangen, irgendwie vor dem Drachen. Mit diesem alternativen Anfang ist es so, dass man woanders startet letztendlich. Ach, da schau an. Nach Alftand könnte ich springen, da könnte ich auch da unten durchlaufen. Eieiei. Kann ich woanders hinspringen? Ich glaube gerade nicht, es gibt nichts, wohin ich springen kann. Was ist das hier? Ach, das ist die Schule der Zauberei. Ich kann nirgends anders hinspringen. Das ist natürlich ärgerlich. Da muss ich laufen. Hilft ja alles nichts. Muss ich laufen von Dämmerstern aus. Und zwar entweder laufen wir hier rüber. Oder ich laufe jetzt den Weg entlang. Komm, scheiß drauf. Ich hoffe, dass wir das schaffen. Würde man anfangen und würde eben mit dem Drachen, vor dem Drachen flüchten, würde dann rausrennen, würde nach nach Flusswald kommen. Und würde in Flusswald dann weitergehen nach Weißlauf. In dem Fall ist es jetzt ein bisschen anders. Ich will das hier wieder ändern. Das passt mir irgendwie gar nicht. Wir probieren es mal. Vielleicht war es die Einstellung einfach. So, genau. Und so fängt man halt anders an. Man muss jetzt rein theoretisch. Müsste ich erst nach Helgen. Dort auch in die Höhle. Und müsste da jemanden begrüßen und Hallo sagen. Mir ist sehr kalt, das ist natürlich jetzt richtig doof.
Hier unten haben wir übrigens die Kräfte. Genau, das ist was anderes. Hier kann man auch wieder Sachen konfigurieren, wie zum Beispiel Frostfall, Hunterborn und so weiter. Unter anderem auch eben so Geschichten wie... unter anderem Sachen wie... Moment. Das hier. Resourcefulness. Damit können wir zum Beispiel Sachen bauen. Zum Beispiel eine Feuerstelle, die können wir zum Beispiel, wohin bauen wir eine Feuerstelle? Bauen wir vielleicht hier irgendwo. Ja, hier an dem Weg vielleicht. Ist jetzt nicht hübsch, aber ist völlig wurscht. Und zwar, wir suchen dann nach Holz. Das dauert jetzt so ein bisschen. Was? Ach du meine Güte. Ah. Hier ist kein. Hier sind nirgends Bäume. Hier sind nirgends Bäume. Muss ich da vorne nochmal. Muss ich hier vorne nochmal ein kleines Feuer machen. Und zwar hier. Setzen wir das hier hin. So, und dann gehen wir Holz suchen. Und zwar. Danke. Holen wir ein wenig Holz. So, ich friere mir hier einen ab. Hier kann ich mir aussuchen, was ich hier mache. Hier könnte ich das Feuer mit Magie starten, dafür brauche ich aber Zerstörung 20 oder höher. Und hier kann ich zumindest schon mal anzünden, das Feuerchen. So, dass ich wenigstens... Jetzt habe ich hier leider nämlich nichts dabei, mit dem ich das großartig anzünden kann. Aber es brennt schon mal. So, wir holen uns wieder ein bisschen was. Ich hoffe, das reicht, um uns hier am Feuer nochmal aufzuwärmen. Ansonsten sind wir bald am Ende. So, dann wärmen wir uns hier mal am Feuer auf. Wir sind jetzt super weit gekommen. Wenn man schaut, da unten war die Stadt. Wir haben es eigentlich überhaupt nicht weit geschafft. Wir müssen uns halt jetzt kurz aufwärmen und dann können wir schauen, dass wir wieder ein Stück weiterkommen. Das ist halt, ja, das ist halt ein Frostfall. Es ist alles ein bisschen, sonst ist es halt relativ einfach immer gewesen. Mit Frostfall macht das alles nochmal ein bisschen schwerer, wie ich finde. Ich finde das richtig gut. Hier kann man mit Scrimshaw kann man ein bisschen was herstellen. So, was haben wir denn? So, das nehmen wir mal kurz. Wir schauen uns mal an. Es ist sehr kalt. Das Feuer sorgt dafür, dass wir nicht wirklich kälter werden. Letztendlich ist es aber nicht das, was wir brauchen. Wir müssten eigentlich müssten wir noch deutlich ein größeres Feuer machen. Wir bräuchten ein Zelt irgendwie, aber dafür brauchen wir natürlich erstmal Geld. So, da oben ist sowas wie ein kleiner Outpost oder so. Los geht's. Wir schauen mal, ob wir hier irgendwas in der Wildnis finden. Wölfe. Na komm, schnappen wir uns die Wölfe. So wenigstens vielleicht Felle verkaufen können. Guck an. Wir stecken hier unsere Waffe ein und hoffen drauf, dass der Riese uns wohlgesonnen ist und uns nicht gleich verkloppen möchte. Ich hoffe es zumindest. Und dann können wir uns nämlich hier ans Feuer stellen. Ja, ich weiß. Findest du jetzt nicht so toll. Aber ich hoffe. So. Flammen sorgen dafür, dass es mir ein bisschen besser geht. Ich hoffe, ich kann hier ein bisschen überleben. Diese Riesenlager sind extrem wichtig. Und wir sehen, ich habe jetzt fast eine Viertelstunde was gemacht und ich bin aber nirgends wirklich hingekommen, um irgendwas zu erreichen. Es dauert so lange, Leute. Es dauert so lange, bis man richtig warm ist. Und ich bin vom Weg abgekommen. Wer ist sauer auf mich?
Ich hoffe nicht, dass der Riese näher kommt. Na komm schon. Heieiei, die meiste Zeit, worin wir warten, das war in meinem allerersten Skyrim Let's Play, glaube ich, war das auch so. Da war ich die meiste Zeit damit beschäftigt, Holz zu sammeln und nicht zu erfrieren. Weil ich halt auch immer in Gegenden anfange, wo ich dann einfach halt blöd rumstehe und wo es halt einfach tiefster Winter ist. Das ist halt einfach blöd. Das ist halt einfach blöd. Ich hoffe... Ach so, das kann ich nicht warten. Ich wollte jetzt eigentlich warten, in der Hoffnung... In der Hoffnung, dass ich dann so in einer Stunde warm bin. Skyrim ist eins meiner absoluten favorisierten Spiele. Ich habe auch eine Menge Add-ons, was Rüstung betrifft. Und ich wollte noch was dazu sagen, weil ich meistens Frauen spiele. Weil die Modding-Community, irgendwie gibt es extrem viele Sachen für Frauen und weniger für Männer. Deswegen spiele ich auch meistens Frauen, weil es gibt mehr Kleidung, mehr Waffen, mehr Aussehen, mehr Haare, mehr alles Mögliche, so dass man halt so einen Charakter ein bisschen auch definieren kann. Das fehlt mir halt so ein bisschen bei den Männern, deswegen ist das so. Und an Bodymod nutze ich eigentlich UNP. Und so. UNP als Overlay. Alter. Hurra, lauf! Und als Overlay nutze ich Pride of Valhalla. Finde ich super. Ha! Ich steck mal meine Sachen ein. Auf dass mir der Riese helfen möge. Ich habe schon alles eingepackt. Ich mache gar nichts. Ah! Jetzt greift der blöde Mammut auch noch mich an. Scheiße. Das war nicht der Plan. Ach, und der Riese auch noch. Ach du Scheiße. So. Schau mal, da liegt einer. Zack, einmal mitgenommen. So, ich muss hier ein bisschen rauszoomen, dass ich den suche. Da oben liegt einer. Greife ich mir auch gleich. Da ist das Mammut. Hilfe. Alter. Hüpf. Hüpf doch. Ah, da ist noch ein Wolf. Na super. Alter. Die haben den umgebracht. Ich hätte den Bogenschützen da drüben. Den hätte ich auch gern noch. Alter. Ah! Alter, fuck. Ich weiß nicht, warum sie nicht hüpft. So, wo liegt dieser Bogenschütze? Ah, Gott, so. Renn! Mädchen, renn! Ich weiß nicht, warum sie... Also, im Augenblick, sie rennt nicht und... Sie springt auch nicht. Ich weiß nicht, woran es liegt. Sie rennt einfach nur. Ins Menü kann ich, das ist gut. So. Die rennen mir immer noch hinterher. Sag mal. Schitte. Ich hoffe, die geben gleich auf. Ich kann nicht mal schauen, Leute. Ah, Halleluja. Heieiei. So, wir ziehen uns mal kurz um, weil wir haben jetzt ein paar Sachen abgegriffen, die wir gleich benutzen können, um es uns ein bisschen angenehmer zu machen. Wir haben hier einen Rucksack, den ziehen wir gleich an. Das brauchen wir nicht. Das können wir anziehen, das hilft uns ein bisschen gegen die Kälte. So, dann haben wir Stiefel, Pelzarmschienen, eine Pelzrüstung. Pelzrüstung ist bestimmt gut. Pelzstiefel brauche ich nicht. Rote Brüste ist eine Pelzrüstung, egal. Stahlhelmstiefel, wir nehmen noch diese Handschuhe vielleicht. Nehmen wir das hier noch. So, jetzt bin ich so ein bisschen angezogen, das finde ich gut. Dann nehmen wir den Jagdbogen und nehmen Stahlschwert zur Not.
Genau, so sieht's aus. Jetzt sind wir schon ein bisschen besser angezogen. Wir sehen jetzt nicht super aus. Doch, wir sehen super aus, oder? Wir sehen super aus. Und das im Winter finde ich gut. So. Aber warum ist jetzt nicht gehüpft? Jetzt hüpft sie wieder. Ich wollte doch eigentlich nur trainieren hier. Eigentlich wollte ich nur trainieren mit dem Bogen. Und damit ich hier so ein bisschen. Was ist noch? Ach, der Wolf noch oder was? Jetzt aber. Kitty geht's. Ha, jetzt kann ich ihn immer noch nicht ausnehmen. Wo ist noch einer? Da vorne. Ach, wegen diesem blöden Mammut wahrscheinlich noch. Mammut und der Riese, jetzt kriege ich meine Pfeile nicht mal zurück. Ach, du Kacker. Ich habe jetzt auch keine Zeit, mich hier zu verstecken. Shit. Wir schauen nochmal auf die Karte, wo wir hin müssen. Jetzt bin ich bin echt voll auf dem falschen Weg. Bin total auf dem falschen Weg, Leute. Scheiße. Ich müsste jetzt wieder am Mammutlager vorbei. Am Riesen. Damit ich auf die richtige Seite komme. Na gut. Hilft ja nichts. Hilft ja nichts. Wir sind aber schon mal wärmer angezogen. Das heißt, wir halten schon mal ein bisschen längere Zeit aus hier. Das ist schon mal ganz praktisch. So. Schauen wir mal da unten. Schauen wir nochmal auf die Karte. Sind wir langsam? Genau, da laufe ich jetzt einfach geradeaus rüber. Dann sollte ich auch irgendwo hinkommen, wo ich gebraucht werden könnte. Nein, wo ich eigentlich hin will. So, jetzt habe ich irgendwie, manchmal bin ich dann so eingebunden. Ich muss es noch ein bisschen üben, dass ich hier spielen und reden kann. Genau, so sieht's aus. Manchmal fällt mir das noch ein bisschen schwer, ne? Das gleichzeitig zu tun. So, da ist eine Hütte. Was ist das für eine Hütte? Was ist das für eine Hütte? Hütten sind gut. Wir gehen mal darauf zur Hütte. Was ist das für eine Hütte? Gauner oder nicht Gauner? Ach, das sind die Wächter von Stendal. Sehr gut. Finde ich gut. Halle der Wachsamkeit entdeckt. Ups, Entschuldigung. Steckt mal wieder ein. Ja, cool. Hallo. Soldat, die ist aber auch ein bisschen knapp angezogen, oder? Die ist ein bisschen knapp angezogen, finde ich, für das Wetter. Können sich auch mal ein bisschen was. Genau, ein bisschen was anziehen, ne? So, wir sind in der Halle von Stendal, Leute. Ich würde sagen, hier machen wir ein kleines Päuschen. Genau, und sehen uns dann exakt an selber Stelle. Morgen wieder. Danke fürs Zuschauen. Wenn es dir gefallen hat, lass einen Daumen nach oben da. Wenn nicht, dann lass einen Daumen nach unten da. In dem Sinne, ich wünsche dir einen wundervollen Tag, mach was draus, beweg was und danke fürs Zuschauen.